Highlight ist Crafter M von The Ore Game 2012. Heute mit einem nächsten Part von Alarm von Cobra 11, das Syndikat. Jo. Und wir waren letzte Folge stehen geblieben, den Gangster einzufangen. Einzurauben. Ja, und wie ihr verstanden, schon mitgekriegt habt, ist Crafter P auch wieder am Start. Ja. Welche Bäuche? Ja, und versuchen jetzt mal den Verbrecher irgendwie zu fangen. Erstmal liefern wir uns eine Verfolgungsjagd. Mit ihm. Oh, Alter, wo will der da lang? Jetzt anhalten, müssen wir den irgendwie ausbremsen. Oh, scheiße. Voll davor hier vorne. Müssen wir jetzt irgendwie ausbremsen. So, jetzt, naja, komm. Ey, das ist doch eine... voll in die ATW rein. Den krieg ich noch, den krieg ich noch hin. Die Schweinebacke. Die Schweinebacke kriege ich noch. Hol da lang, hol da lang. Ich fahre mal einfach meine Karre zu Schrott. Jetzt habe ich ihn. Und verhaftet. Der will's also wissen, okay. Der will's wissen. Und haben wir ihn oder fährt er weg? Jo, und wir haben ihn. Zwei verhaftete Personen. Wir fahren mal zum Revier, um diese zu eskortieren. Tatenkarte. Müssen wir doch mit der Pfeiltasten anzoomen, weil... Ey! Da ist das Hauptrevier. Warte, ich muss mal gucken. So. Hallo. Macht mal was. So. Ja. Wir fahren zum Revier und fahren die wieder in den Knast. Ups. Meine Karre sieht auch übrigens aus. Und ja, Leute. Ja, mal ab und zu mal Brettschein mitgenommen. Achso. Ist ja kein Problem, bist ja schließlich hier Polizist war. Ja. Und wenn ihr noch Folgen mit mir und auf der P sehen wollt, ich habe noch welche aufgenommen und habe die Idee nebst hoch. Ja! Woohoo! Also schon richtig als Ankündigung, Alter. Ich kann jetzt keine Bombe hoch... Oh, fuck. Ich kann jetzt keine Bombe zum Explodieren bringen, weil ich muss jetzt mal jetzt den Gefangenen wegbringen. Das müssen die dann freilassen. Das wird doch blöd für uns. So. Stopp und einmal Gefangenentransport. Ja, auf jeden Fall. Wir haben bei dem Let's Play mit Crafter P, da haben wir verschiedene Folgen gedreht. Ja, mit meinen Golfkarts, die ist glaube ich schon hochgeladen, ja, die ist hochgeladen schon die Folge. Ja.
Dann mit Monster Truck Rennen, dann haben wir irgendwie zu Schrott gefahren und haben alles Mögliche gemacht. Chaotische Folgen. Ja, das sind wirklich chaotische Folgen. Aber auch sehr lustig. Ja. Wenn ihr wollt, geht auf unseren Kanal und gebt einfach mal ein Alarm für Cobra 11 Together. Dann müsste das eigentlich kommen, soweit ich das weiß. Ja. Ja. So, und da ist ein Gefängnis, oder? Ja, kürzester Weg. Und hier war auch irgendwo auch dahinter der Pfeil, der zu dem Pfeil bei Fight rein. Zu dem riesen blinkenden Pfeil. Das hat's mir riesen. Was findest du eigentlich besser? GTA oder Alarm für Cobra 11? Er hat beides was bei Cobra 11. Also die Autos besser animiert. Und bei GTA, da sind, ja, da kannst du eben rumschießen, alles sowas. Wo ist jetzt hier der riesige Pfeil hin? Ach, das ist da drüben. Du musst jetzt, mach mal jetzt den Minijob. Ja, ich bin. Komm, ja, wir können ja mit der Lauerei, wa? Wir müssen arbeiten. Ja. Blau ich da nichts los. Wir müssen nämlich jetzt von der Currywurst-Bude Betreiberin ihrem Mann das Essen vorbeibringen. Und dafür sagt sie mal, wenn sie Gangster sieht. Also wenn das ist doch gut. Ja. Dann wollen wir Gas geben. Wie spät haben wir's? Keine Ahnung. Ich habe keine Uhr. Ja. Ich würde sagen, die Folge geht jetzt noch 2 Minuten. Das entscheidest du doch nicht. Okay. Ja, aber ich denke mal, so 2 Minuten wird es noch gehen, dann wird es das Ende sein. Aber ich denn wieso los muss, weißt du? Ja, ich mache eh gleich Schluss. Ich mach die Mission noch zu Ende, dann ist die Folge zu Ende. Leider. Boah, 16 Sekunden noch, scheiße! Fuck, Alter. Ja, geschafft, 8 Sekunden, 34 waren noch übrig. Ja. Starke Leistung. So, und wir haben den Fall abgeschlossen und wir haben eine Phase freigespielt. Einmal den den B32 Kombi Taxi industriefreie Strecke am Industrie und am Kraftwerk und statt aus am Kraftwerk. Und das war's auch schon wieder und die Folge ist schon wieder rum. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.